Psst, komm mal rein. Ist alles ganz heimlich heute. Ich darf nämlich heute jemanden ganz Besonderen überraschen, der davon noch nichts ahnt. Und das ist das Gute dabei, denn wir haben alles ganz heimlich vorbereitet. Und ich kann leider noch nicht so viel verraten, aber es gibt schon mal zwei Hinweise. Tegernsee und Las Vegas. Ja, lasst euch überraschen und vor allem drückt uns die Daumen, dass alles gut klappt, okay? Meine Karriere habe ich einem ganz bestimmten Menschen zu verdanken. Und ehrlich gesagt waren die letzten Jahre für mich ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein absolutes Geschenk, was ich haben darf. Deswegen möchte ich mich heute Abend mit einer großen Überraschung bedanken. Und logischerweise konnte ich dazu nur einige wenige Menschen einweihen und habe mir ein kleines Team zusammengestellt, das mir bei allen Vorbereitungen geholfen hat. Und das war alles ganz, ganz heimlich. Und ich hoffe natürlich, dass alles läuft. Wie sieht denn aus? Läuft alles gut? Alles Beste. Super. Ja, anscheinend läuft alles gut. Ich bin guter Dinge und hoffe von ganzem Herzen, dass uns die Überraschung gut gelingt. Es gibt einen Mann, der hat mein Leben komplett verändert und das ist Jean Frankfurter. Er hat sich vor über 12 Jahren dazu entschlossen, mit mir ein Album aufzunehmen. Und da sind Songs entstanden wie Feuer am Horizont und Morgen früh küsse ich dich wach. Damit hat alles angefangen. Und ich kann nur sagen, ohne ihn würde ich wahrscheinlich heute nicht dastehen, wo ich stehe. Und vor allem hätte ich durch ihn und seine Musik in all den Jahren nicht so viel Großartiges erleben dürfen. Von daher ist es mir heute ein großes Bedürfnis, ein Dankeschön auszusprechen und ihn einfach nur zu überraschen. Anlässlich seines 70. Geburtstags ist es mir einfach wirklich eine große Freude und ich hoffe, dass er sich auch genauso darüber freut. Und ich sage noch einmal von Herzen Dankeschön für all die wunderschönen Jahre, die du mir bereitet hast. Danke, Jean Frankfurter.